Markus, Glückwunsch zum Sieg. Es war sicherlich ein hartes Stück Arbeit, an dem hast du einen ganz entscheidenden Einfluss gehabt mit 2 gehaltenen Elfmetern. Ja, wie waren die beiden aus deiner Sicht? Ja, gut, mich freut, dass ich die 2 Elfmeter gehalten habe, dass wir jetzt mit dem 1-0 nach Hause fahren können. Wir haben jetzt schon mehr Siege wie letzte Saison, mehr Auswärtssiege. Und es freut mich einfach, wir haben uns als Mannschaft dagegen gestemmt und haben gemeinsam 1-0 gemacht. In der Schlussphase bist du insgesamt relativ laut geworden an mehreren Stellen. Was ist insbesondere in der Endphase der Partie nicht richtig gelaufen auf SVW-Seite? Ja gut, Bremen hat nochmal alles nach vorne geworfen. Die haben am Ende haben sie auf einer Linie mit unserer Viererkette, glaube ich, mit 6 Mann gestanden oder so, haben alles nach vorne geworfen, haben dann halt auch mal ein Kopfballduell gewonnen. Und dann, klar waren es dann in der Überzahl, aber im Endeffekt ist dann auch nichts dabei rumgekommen. Die Leistung, war das aus deiner Sicht die richtige Reaktion auf die Pleite gegen Magdeburg? Ja, natürlich. Ein Sieg ist immer die richtige Reaktion auf die Niederlage. Dankeschön. Super.